Moin, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der besten Apps der Woche hier von Galaxy. Heute habe ich wieder 5 coole Apps für euch am Start und daher würde ich sagen, starten wir auch gleich. Auf geht's! Starten wir auch gleich mit einer App, die die Smartphone-Spielebranche so richtig auf den Kopf stellen wird. Die Rede ist dabei von The Trial. Und The Trial ist eine App mit einem ziemlich neuen und abwechslungsreichen Spielekonzept. Das hat mich auf jeden Fall richtig vom Hocker gehauen, denn ich habe schon lange oder eigentlich noch nie so ein Spielekonzept gesehen. Von daher war ich da auf jeden Fall erstmal geschockt. Und ihr könnt mir glauben, ich habe schon wirklich viele Apps getestet. Auf jeden Fall spielen wir hier mal einen Spieler oder eher gesagt einen Siedler, der halt gerade in das damals noch sehr unbewohnte Amerika einwandern möchte. Das heißt, wir kommen hier erstmal mit dem Schiff an, kennen niemanden, treffen da die ersten Leute und eine nette Dame begleitet uns am Anfang des Spiels, zeigt uns, wie wir das hier alles zu steuern haben und dann müssen wir halt versuchen, letztendlich den Zielort zu finden, das heißt den Ort, wo wir uns niederlassen wollen, wo wir unser Haus bauen, wo wir unseren Beruf erlernen, wo wir dann vielleicht die Liebe des Lebens kennenlernen und so muss man einfach versuchen, in dieser neuen Welt, dem neuen Amerika Fuß zu fassen und sein Leben aufzubauen. Das finde ich ziemlich nice vom Konzept und die Grafik ist hier auch ziemlich gut, das heißt, man hat hier einmal eine sehr hübsche Grafik, finde ich, und man kann sich halt immer noch umhersehen, man kann halt auch frei herumlaufen und das finde ich halt ziemlich cool. Ich habe das Spiel noch nicht durchgezockt, aber es kommt auf jeden Fall noch so Crafting-System, dass man sich irgendwelche Sachen zusammenbauen muss und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht, von daher zockt das Ganze gerne auch selbst. Ihr findet den Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit der sehr nützlichen App Todoist und damit können wir unsere täglichen Aufgaben organisieren. Das heißt, wir können hier Aufgaben erstellen und dann schauen, was müssen wir zum Beispiel heute erledigen, was muss vielleicht nächste Woche erledigt werden. Aber wir können das Ganze hier nicht nur zeitlich organisieren, sondern wir können auch sagen, wir haben bestimmte Projekte, also bestimmte Bereiche in unserem Leben, für die wir Aufgaben erledigen müssen. Bei mir zum Beispiel, ich muss Sachen für Studium machen, für YouTube, für den Haushalt, ich muss was einkaufen oder sonst was machen und das kann man halt hier einteilen in Bereiche, sodass man dann die Aufgaben auch noch schön dazu sortieren kann. Und wenn ich jetzt sagen möchte, hey, ich möchte jetzt vielleicht gerade mal was für YouTube machen, kann ich halt schauen, was steht da noch an oder was fürs Studium noch ansteht oder was für den Haushalt noch ansteht. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wenn wir dann letztendlich eine Aufgabe erstellen, dann können wir zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt Wäsche waschen oder hey, ich muss irgendwie noch mein Video schneiden und dementsprechend gebe ich halt hier einen Text ein und kann dann sagen, bis wann das erledigt werden muss, zum Beispiel bis heute, morgen, nächste Woche, keine Ahnung. Und dann kann ich halt noch den Bereich dazu sagen, zum Beispiel YouTube oder Haushalt, je nachdem, ob ich jetzt Wäsche waschen will oder ein Video schneiden will. Und das ist auf jeden Fall extrem nützlich, um sich halt den Alltag so zu organisieren, keine Sache zu vergessen und relativ produktiv zu sein. Von daher würde ich sagen, probiert das Ganze gerne mal selber aus. Die App ist kostenlos, hat ein geiles Design und ist sehr, sehr nützlich. Von daher würde ich sagen, checkt das Ganze gerne mal selber ab. Mit Asphalt Extreme folgt auch gleich der nächste große Spieletitel für dieses Video. Und zwar kennen viele von euch ja sicherlich die Asphalt-Reihe von Gameloft. Und Asphalt Extreme ist eine Abwandlung davon, wo das Ganze halt eher im Offroad-Bereich stattfindet. Das heißt, wir machen hier irgendwelche Rennen im Offroad-Bereich. Da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten, Zeitrennen oder halt ganz normale Rennen, dann noch Multiplayer-Rennen und so weiter. Gibt es halt hier alles. Und das Ziel ist es natürlich für uns immer, möglichst Erster zu werden oder eine neue Karre zu haben, die Karren aufzubauen werden und einfach nur Spaß zu haben. Es macht einfach mal Spaß zwischendurch, die App zu öffnen, ein Rennen zu fahren und ich meine, was will man mehr? Die Grafik ist noch gut, von daher würde ich sagen, checkt das Ganze gerne mal selber ab. Die nächste nützliche App, die ich hier für euch in petto habe, nennt sich 8-Bit Photolab und ist genau richtig für alle Nerds da draußen. Und zwar können wir unsere Fotos hiermit sehr retromäßig aufarbeiten, denn das Ganze funktioniert hier in Pixeloptik, deswegen heißt das Ganze ja auch 8-Bit. Das heißt, wir wählen einfach ein Foto aus, fügen das in die App hinein und dann können wir das Ganze halt auch gleich in eine Pixelgrafik, sage ich mal, umwandeln. Dabei können wir auswählen, welche Farben denn hier benutzt werden sollen, nach welchem Style das genutzt werden soll. Da kann man zum Beispiel so alte Computermodelle auswählen, wie die das halt damals angezeigt haben. Danach kann man natürlich noch die Größe des Bildes einstellen. Umso kleiner man das macht, desto größere Pixel hat man auch. Und danach kann man zum Beispiel noch den Kontrast einstellen, die Helligkeit einstellen, was man halt alles so aus Fotobearbeitungs-Apps kennt. Finde ich ziemlich nice, ist auch keine Werbung hier in der App, ist kostenlos und ich finde ziemlich nice, mal so einen Effekt zu haben. Das erinnert einen irgendwie so ein bisschen an die alten Gameboy-Zeiten. Von daher, ihr könnt das Ganze gerne mal selber auschecken und natürlich wie immer auf Instagram hochladen und mich gerne drauf markieren und ich sage euch wieder meine Meinung dazu. Von daher freue ich mich natürlich schon auf eure Bilder und dann kommen wir auch zur nächsten App.
Ebenfalls eine ziemlich coole App nennt sich Betau. Und hierbei spielen wir einen einzelnen Kämpfer, der lediglich mit einer Klinge bewaffnet ist und gegen ganz viele verschiedene Gegner antreten muss und diese natürlich auch alle besiegen muss. Denn es kommen von allen Seiten hier Gegner ins Spielfeld reingelaufen, die uns natürlich alle besiegen wollen. Und die sind natürlich nicht nur mit einer Klinge ausgerüstet, sondern haben auch Pistolen und schießen ganz wild auf uns. Unser Vorteil ist halt, dass das Ganze in Zeitlupe stattfindet und wir uns natürlich durch die Schüsse hindurch schlängeln können, diesen ausweichen können und somit jeden Gegner Stück für Stück besiegen können. Finde ich ziemlich cool und man braucht relativ viel Koordination, um immer den Schüssen auszuweichen und trotzdem halt die Gegner zu besiegen. Das ist gar nicht mal so einfach. Es sieht vielleicht einfacher aus, als es dann auch wirklich ist. Von daher würde ich sagen, probiert das Ganze gerne mal selber und macht das Ganze auf jeden Fall besser als ich selbst. Wenn das noch nicht genügend Apps für dich waren, gar kein Problem. Schau dir einfach die letzte Ausgabe der besten Apps der Woche an. Du findest den Link dazu in der Videobeschreibung oder natürlich auch hier oben in den Infokarten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.